Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird das Video so eine Art Vlog. Letzte Woche zu Hause. Und ja, es ist zwar nicht mehr ganz eine letzte Woche, weil ich habe noch 3,5 Tage ungefähr. Aber ich war die letzten 2-3 Tage krank, also halt so Grippe, erkältungsmäßig. Und ich wollte mich echt nicht zeigen. Und heute ist Samstagabend. Und da habe ich einfach meine Fotos abgemacht von der Wand. Und jetzt ist da einfach eine Amerika-Flagge, weil ich die Wand zu leer fand und hier oben war halt auch noch was. Jetzt sieht man halt nur meine Polaroids, die ich noch abmachen muss. Und ich bin gerade so am Kofferpacken, so am Aussortieren, was ich alles mitnehme. Und irgendwie ist es viel, aber irgendwie auch voll nicht. Also ich habe gedacht, es wird mehr Sachen, aber ich weiß auch voll nicht, ob das jetzt reicht. Ich mache mir immer so also irgendeinen Tee und mache da halt so Honig rein und so entweder so Pulver, so Vitaminpulver oder richtige Zitrone. Ich habe das Gefühl, wenn ich krank bin, träge ich viel mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich mega viele Videos geschnitten, die ich halt noch letzte Woche gemacht habe oder so. Die Sonne geht gerade so schön unter hier, so man sieht es fast nicht. Ich weiß halt voll nicht, was ich in meinen Handgepäckkoffer machen soll, also wo ich halt meine New York Sachen reinmache. Und generell ist gerade alles ein bisschen unrealistisch, so voll. Aber ich habe vorher mit Lilly geskypt, also mit der fliege ich halt nach New York und dann auch nach Atlanta. Und wir haben so geskypt und so halt so Klamotten, die wir mitnehmen und so. Und es war voll cool, also voll gut, dass man so jemanden hat einfach, mit dem man das zusammen macht und nicht so kommt. Naja, auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video von meinen letzten Tagen. Ich glaube, das wird ein relativ langes Video. Viel Spaß. Und jetzt werde ich erstmal die Wand abmachen. Ich glaube, das ist meine Fotobox hier. Ich alles reinmachen, was ich mitnehmen möchte. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Oha, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, es ist schon 10:30. Auf jeden Fall habe ich jetzt so halb gepackt, aber natürlich noch nicht fertig. Und zwar hinter den Kulissen jetzt mal. Auf jeden Fall, Alter, ich habe alle meine Klamotten einfach hier reingekriegt. Ist das nicht krass? Auf jeden Fall, das ist so ein Board zum so Webdesign machen, also so zeichnen und schreiben und so. Das nehme ich mit, weil wenn ich das mache, dann muss ich das nicht neu kaufen. Ansonsten, das sind das eigentlich nur Klamotten. Sind halt Gastgeschenke drin und noch so Sachen wie so Stifte, so Mini-Handtücher, dann noch ein Sweatshirt, so ein Kalender, so ein Wäschesack und so. Und da kommt auf jeden Fall noch was rein, zum Beispiel so meine Kosmetika, halt so sowas einfach, zum Beispiel. Und ja, auf jeden Fall, ja genau, Handgepäck ist hier jetzt Klamotten für New York, also so eine lange Hose, wenn es doch mal richtig kalt werden sollte, plötzlich. Dann zwei Oberteile, Unterwäsche, noch ein Jumpsuit und halt, das habe ich jetzt auch reingelegt, weil da kommen halt noch Sachen rein. Meine Mama und meine Schwester waren jetzt in Budapest. Heule angucken, kennt ihr das, wenn ihr krank seid? Dann eskaliert eure Haut dann auch immer so, also meine ist dann richtig schlimm. Und auf jeden Fall sind die zurückgekommen und ich habe so ein paar Lush-Sachen gekriegt. Voll cool. Und nehme ich dann auch mit. Oha, Alter, meine Abo-Zahlen sind gerade richtig am Eskalieren. Gestern habe ich irgendwie 100 neue Abonnenten gekriegt, das war richtig krass. Jetzt habe ich so 1547 Abonnenten. Vorher war es noch 1542. Joa. Auf jeden Fall haue ich jetzt irgendwie jeden Tag ein Video raus, weil ich so viele habe. Ich habe noch das Gastfamilienvideo, das Gastgeschenkvideo, das 9-Monats-Update, 9-Tages-Update, das ist noch 9 Tage sind, jetzt sind es halt nur noch 4, 3. Dann habe ich noch das Auslandsjahr-Besorgungshaul, also den Haul. Noch das Hamburg Follow Me Around. Den Hamburg Follow Me Around, keine Ahnung. Noch ein Video über meine Abschlussprüfungen. Und halt, keine Ahnung, halt sowas. Und es kommt halt alles auch online. I really need you.
but right now I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more, just a little? So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Ah, meine Stimme ist so eskalieren, Alter. Ich kann echt nicht mehr reden. Und das will ich eigentlich in die USA mitnehmen, aber ich muss noch gucken, weil es sieht voll viel aus, aber eigentlich ist es zwar nicht so viel. Und meine Schminkkommode muss ich noch aussortieren. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle. Die Schule ist jetzt leider geräumt. Und das, was ich noch mitnehmen will ins neue Haus, habe ich einfach hier reingemacht. Und es ist gar nicht so viel, also es ist eigentlich voll wenig. Kleiner Zwischenstand, das ist meine ganze Schminke. Und das ist nicht dick, das ist vielleicht so dick. Richtig crank. Ich habe alles aussortiert. Die Schublade ist fast leer, das sind noch meine selbstgemachten Lippenstifte. Die Lippenstifte, wo ich nicht weiß, ob ich die Höhlen behalten. Und das nehme ich alles mit, wahrscheinlich. Also das da hinten nicht, das muss ich noch aussortieren, aber das, was hier vorne so steht. Also ich zeige euch jetzt mal genau, was ich mitnehme. Und zwar nehme ich diese Masken mit von Lush, dann noch eine Haarmaske, Haaröl, mein Abschminkzeug, dann noch so ein Nagelset, ein Deo, so ein Männer-Deo, was ich halt voll liebe. Dann nochmal ein Abschminkzeug, Bandana, zwei Nagellacke, aber ich benutze halt nicht mehr Zahnpasta-Ding. Dann Haargummis, das sind meine Hautsachen, also so ein Make-up, was zu dunkel ist, was da halt da wahrscheinlich passt. Concealer, so ein Make-up-Aufheller, Puder, dann das sind halt so meine Contouring-Sachen. Dann Augensachen, Lippensachen, das muss ich noch waschen, das ist so ein Blush. Und meine Pinsel, die muss ich auch noch waschen. Aber es ist eigentlich voll wenig. Und da halt noch meine Naked-Palette und darunter sind noch so ein paar Flash-Tattoos. Außerdem noch mein Piercing-Spray. Traumshampoo, dann mein Lieblingsduft und wahrscheinlich halt noch sowas, aber ich brauche halt noch einen Deckel. Und dann muss ich mir noch so Medikamente und so besorgen, deshalb liegt das halt noch hier, damit ich das nicht vergesse. Ich habe gerade so eine Maske drauf von Lush. Also das will ich alles mitnehmen, das sind so Schuhsachen und so generell so Elektronisches und so Verpackungen und so, was ich halt noch brauche. Dann da hinten so ein bisschen Make-up und sowas und hier einfach sowas Erinnerungsmäßiges. Ihr seht, hier ist alles komplett leer. Das ist leer. Das ist leer. Und die lasse ich noch für morgen, damit ich auch noch was zu tun habe. Und das ist alles Müll. Crazy. Hallo Leute. Heute ist der 30. Juli. Ich glaube Sonntag. Und es ist 3 Uhr. Und ja, heute war ich, also vorher war ich mit meinem Bruder im Park. Und ansonsten bin ich am Packen und am Zusammenräumen. Es sieht alles so leer aus, Alter. Guckt euch das mal an hier. Das ist alles leer. Und die Wand ist auch schon leer. Und die ganzen Schubladen sind leer. Dort weiß ich noch nicht ganz, was ich machen soll. Das nehme ich mit ins neue Haus. Das ist alles Müll. Yeah. Leute, ich habe einfach meinen kleinen PC gefunden. Eigentlich wollte ich den wegschmeißen, weil ich dachte, ich gucke mal nochmal mir an, was drauf war. Und so habe ich den 2013, glaube ich, gekriegt. Also ich glaube 13 oder 14. Für ein halbes Jahr hatte ich den oder ein Jahr, wo ich halt noch kein Handy hatte. Und ich habe den jetzt angemacht und das funktioniert im Fall. Und oh mein Gott, hier sind so Videos drauf und ich wollte das mit euch zusammen so angucken. Und hier ist noch was drauf, was ich früher geschrieben habe. Ich habe so ein Buch angefangen zu schreiben. Diese Bilder schon.
Guckt euch das an. Sehr sauber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Scheiße. What the fuck, nein. Nein, oh mein Gott. Das sieht irgendwie nach einem Fotoshooting aus oder so. Oh mein Gott. Das ist meine Schwester hier. Alter, wie geil ist das? Was zur Hölle ist das? Damals schon so ein kleiner Vlogger. Was ist das? Hä, bin ich das jetzt? Hä, was ist das für ein hässlicher Rock, bitte? Oha, das bin ich. Nein. Oh mein Gott, die Stimme ist ja süß. Oha. Oh mein Gott, ich muss euch das zeigen, das ist so süß. Mal. Alter. Das ist aber auch im selben Haus. Das war wegen dem Kuchen, glaube ich, weil das nicht rausgekommen ist. Dieser hässliche Rock. Ich kann nicht mehr. Dieser Rock. Gönnt euch diesen Rock. Bitte. Oh mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, Leute, was hier einfach drin ist. So letzte Dokumente, mein Buch halt. Und da habe ich so mächtige in YouTube-Sachen so gefilmt. Einfach so halt, ich wusste nicht mal, dass man das bearbeiten sollte. Einfach so Sachen gefilmt, so wo ich 13 war oder so. Oh mein Gott. Wer mich kennt, Helm. Erstmal mein Buch. Alter, das ist so ein eigenes Video hier. Alter. Oh mein Gott. Alter, das ist gerade so richtig Premiere hier. Aha. Oh mein Gott, da war so meine Sunrise Avenue Phase. Also jetzt mag ich die halt immer noch und so, aber... Songpicks am Start. Oh mein Gott. Aber ich habe das voll gern gemacht und so. Also ich glaube, ich kannte das auch voll gut. Ich war immer so die Schreiberin so in der Klasse. Aber die Idee war nicht mal so schlecht eigentlich. Oha, 12. Crank. Also mein Geburtsdatum, das ist nicht mein Geburtsdatum. Wie zählt denn das Jahr 2014? Alter, meine Wortwahl. Dann ist jetzt 14, das passt. Das wurde aus der Sicht von einem Jungen geschrieben, also nicht wundern. Aber ich weiß auch nicht wieso, weil eigentlich, wieso aus dem... Ich check das auch nicht. Oha, ich glaube, weiter hatte ich einfach so eine Blockade. Ich wusste voll nicht, was ich weiterschreiben soll. Ihr seht, Leute, bei mir ging richtig was auf hier. Ich finde es voll krass irgendwie. Meine Woche. Just me, give it to us. We had so all my stuff. Now we stop to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Also zum Beispiel so, ich weiß halt nicht, ob ich da Mathe nehme, das ist eine Formelsammlung, weil es nämlich auch nicht viel Platz weg, dann so eine Box mit Fotos, generell Kameras, die ganzen Bücher, die ich mitnehmen will. Hallo Leute, heute ist Montag, der 31. Und mir geht's so komisch, also es ist schon abends. Und ich bin so komisch drauf, es ist nicht normal. Ich bin so, man kann es so nicht beschreiben, ich will einfach nicht gehen und ich bin so... So richtig komisch. Also ich könnte jetzt nicht losheulen. Also so, nee, vielleicht. Also ich könnte vielleicht los, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt fast fertig gepackt. Und ich treffe mich noch gleich mit Friends. Wir gehen noch das letzte Mal so Pizza essen und Froyo und so. Und es ist alles so traurig und ich will gerade voll nicht. Also den letzten Tag habe ich mich mega gefreut und so. Aber jetzt bin ich gerade so, nee, bitte. Ist okay. Last time. Ich habe schöne Aufnahmen gemacht. Es gibt keinen, der mir da muss.
Mädchen dich angeschaut hat, so. Gleich. Voll geil hier. Lass mal schwimmen hier. Ich fühle mich selber hier, ne? Nee, schon wieder am Flohmann. Alter, ich hab mich gerade mit meinem Freund abschieden. Und ich check's einfach so nicht, dass ich weggehe. Aber ich habe mir einfach so vorgestellt, dass ich die jetzt das nächste Mal sehe und dann muss ich vorhalten, Alter. Alter, das ist so komisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Irgendwie. Alter. Ich liebe euch so hart, Leute, ne? Ich liebe euch, ne? Alter, ich bin so betrunken. Also, es ist voll, aber ich bin so angetrunken. Ich habe so Wodka getrunken. Oh mein Gott, Leute, ne? Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ich liebe euch so, ne? Love you. Hallo. Heute ist mein letzter Tag hier. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal heute gevloggt habe, weil ich bin so ein bisschen durcheinander. Und ich habe gerade den Koffer gewogen. Ich glaube, der wiegt so 21, 22 Kilo. Also richtig gut. Und ich muss halt noch das Schloss einstellen. Und den kleinen Koffer muss ich auch noch packen. Und es soll noch mein PC rein. Und ich war gerade so am Hochladen von den Sachen von der Kamera auf mein PC, damit ich das schon habe. Und ja, und halt meine Tasche machen und hab halt noch mit anderen so geschrieben ein bisschen. Und ja, ich muss gerade noch dieses Schülerhandbuch von Pax ausdrucken, weil ich das über meinen Flug machen muss. Also beim Flug ausfüllen muss und alles und halt lesen muss. Man sieht, ich bin gerade Geld abheben. Ich habe jetzt einiges dabei. Und was ich euch noch zeigen wollte, was ich an Medikamenten dabei habe. Also Kopfschmerztabletten, Schmerztabletten. Und das hier so Neocitran in Deutschland halt, keine Ahnung, das ist halt so Erkältungszeug und das ist voll gut. Und dann habe ich noch das hier. Yeah. Ich habe mit meinem kleinen Bruder so das gesagt, weil er schlafen geht. Und ich blick so gar nicht, ne? Ich muss trotzdem rein, ich check auch nicht wieso. Oh mein Gott, wird schon. Alles ist ready. Das ist der Große, der kommt jetzt gleich runter. Das ist mein Handgepäck und der Handgepäck ist auch schon unten. Yeah. Letzte Nacht hier. Letzter Blick. Mhm. So schön. Gehen wir mal hin, du. Wow. Geil, du. Ja, Mann. So typical hier. So verheulte Kinder am Start. Du hässliches Kind. Wunderschön. Ich glaube, ich beende den Vlog jetzt hier. Ja. Das nächste Video ist dann das Flugvideo. Und ich habe eigentlich die Abschiede nicht gefilmt, weil ich finde das immer so komisch. Ich gucke es bei anderen voll gerne, weil voll wenige filmen das, aber ich verabschiede mich halt nicht vom Flughafen aus, deshalb. Bye.